Hallo ihr Lieben, Christian hier mit einem kleinen persönlichen Jahresrückblick, noch ein paar Gedanken persönlicher Natur. Ja, erstmal wollte ich mir natürlich bedanken für eure Unterstützung dieses Jahr, beziehungsweise für euer Interesse und euer Input an verschiedenen Stellen. Ohne den geht es ja auch immer nicht weiter. Und ja, vielen Dank und bin gespannt, was wir 2022 alles Cooles machen werden. Mein Buch ist erstmal so das größte Projekt. Dann soll es ja neue Kurse geben zu toxischen Beziehungen mit Kindern, Toxizität im Beruf. Was haben wir noch geplant? Co-Abhängigkeits-Challenge. Naja, mal gucken, wo will ich so anfangen. Mal sehen, wie die Zeit dann auch so ist. Und genau, am 1. geht ja auch wieder die altbekannte Selbstliebe-Challenge los, genau. Ja, also ich fand es schwieriges Jahr. Ich meine, vielleicht können ja auch der ein oder andere relaten zu dem, was ich jetzt hier sage. Aber es heißt schwierig, ich meine, es ist immer noch super viel derbe glatt gegangen und gut gelaufen. Aber es war irgendwie, also während sonst in den Jahren vorher viele Sachen ein bisschen wie von selbst gegangen sind, war das für mich jetzt so ein Jahr, ja, wo man sich ganz schön lang machen musste, in vielen Punkten, auch Sachen, die ich jetzt gar nicht so auf dem Zettel hatte, plötzlich aufgepoppt sind und der Erledigung bedurften. Und das hat sich schon derbe angesammelt und also hat mich auch durch einen ziemlich krassen Prozess geschickt dieses Jahr, auch in eine Richtung, die ich jetzt gar nicht so gedacht hätte. Ja, aber gut, wo fangen wir mal an? Also, ich hatte einfach das Gefühl, ich muss viele Sachen, die jetzt vielleicht noch übrig waren, abzuarbeiten. Wie gesagt, ich habe ja auch viele Jahrzehnte ein recht co-abhängiges Leben geführt. Also aus meiner Sicht zumindest, also zumindest in bestimmten Anteilen, hab das immer mal wieder auf dem Schirm gehabt, aber irgendwie, naja, und da gibt es halt Sachen, das sage ich auch immer wieder, deswegen je früher man damit anfängt, umso besser, also Gruß an die 20-, 30-Jährigen, die mir zugucken, nehmt es ernst, setzt es gleich um, weil das hat halt alles Kosten, was man macht, die sich lange hinziehen, ne, und wenn du bestimmte Situationen in deinem Leben, wo du vielleicht chronisch zu nett warst, das fällt dir vielleicht, ja, das musst du vielleicht über einen langen Zeitraum irgendwie alles wieder aufsortieren, in Ordnung bringen und das ist einfach eigentlich viel anstrengender, als wenn man es gleich richtig gemacht hätte, nur es ist, kann das Leben halt nicht rückwärts leben, also man ist ja gerade der Prozess des Lebens, dass man bestimmte Erkenntnisse erzielt und immer neue Erkenntnisse und die dann umsetzt und dann so an, ja, an seinem Leben feilt, sag ich mal. Und ja, anders geht es glaube ich auch nicht. Und klar, manchmal würde man sich wünschen, man könnte, hätte die Erkenntnisse, die man jetzt hat, vielleicht schon mit 20 gehabt, aber es ist, wie es ist. Ne? Ja, ansonsten, genau, also das hat viel Kraft gekostet und haben die auch viel zum Nachdenken gebracht. Ich glaube aber nicht, dass das jetzt so singulär bei mir ist. Könnt ihr auch gerne mal kommentieren. Ich hatte das Gefühl, auch durch offensichtlichen gesundheitlichen Themen, die es ja jetzt so gibt und alles, was dann drumherum ist, überhaupt all die Konsequenzen, die das nach sich zieht, war es, glaube ich, für jeden ein schwieriges Jahr. Und gut, haben ja auch schon ganz viele Leute gesagt, dass ja auch sehr viel Spaltung da ist, wobei ich glaube, die war schon immer da, die kommt jetzt wird so wie in so einem Fieber nach oben gespült, aber ich will jetzt auch gar nicht so viel zu sagen, weil das ist auch viel in meinem neuen Buch drin. Von daher, ich habe das Gefühl, die ganzen Sachen werden einfach sichtbar, wie viel Spaltung da eigentlich ist und das ist ja nicht die Spaltung in der Gesellschaft, das ist ja die Spaltung in uns, ne, wo wir aus dem Ego leben und nicht eben aus dem freien Bewusstsein, das erzeugt ja die Spaltung und nicht irgendein politischer Prozess oder ein ökonomischer Prozess oder schon gar nicht irgendein gesundheitlicher Prozess. Das ist ja die Spaltung in uns, die das Ego, was immer wieder kämpfen will, Täter-Opfer-Prinzipien leben will. Das haben wir ja auch, exerzieren wir ja in Beziehungen auch durch und ja, und also was für mich so ein
Learning war dieses Jahr, ist auch mal zu sagen, ja, manchmal ist es auch gut, wenn Sachen sich spalten, ne? Also es war für mich eine ganz neue Erfahrung. Ich habe wie auch sonst immer so, ja, muss auch Dinge aus einer höheren Sicht sehen und keine Ahnung. Ich habe dieses Jahr mal so gedacht, wisst ihr was, Leute, ich habe echt genug an mir gearbeitet, ich habe echt keinen Bock mehr und warum muss ich immer alles aus einer höheren Sicht sehen? Ich kann es auch mal aus dem wie es jetzt hier ist, sehen und meine Meinung dazu einfach mal kundtun und das so machen, wie ich es richtig finde und nicht immer für die anderen mitdenken und auch mal sagen, ja, dann ist hier eben meine Meinung und die Meinung von irgendjemand anders und da ist da eben eine Spaltung, ist mir jetzt auch mal Wumpe. Warum soll ich da immer versuchen, irgendwie Brücken zu finden, muss auch nicht immer sein. Und das hat mir richtig gut getan, mal zu sagen, ja, das habe ich, glaube ich, zum ersten Mal dieses Jahr gesagt, boah, manchmal ist es auch echt gut, wenn Spalten da sind. Ich meine, bin mal gespannt, wo das so hingeht. Aber durch diese ja, vielen Prozesse, die es da so gab, auch natürlich, ich will jetzt nicht wieder zu viel fokussieren, aber klar, wenn ein Elternteil stirbt, ist natürlich auch, das hat mich auch ganz schön viele Prozesse gebracht, Wahnsinn, echt, und hat auch super viel noch ausgelöst im Nachhinein. Das mag, ist auch teilweise, kann man alles gar nicht trennen, aber was ich auch gemerkt habe, ist so eine Fokussierung aufs Private. Ich glaube, das erleben auch ganz viele so, ne? Also so, dass ich einfach gemerkt habe, so bestimmte Freundschaften, es vibes einfach nicht mehr so richtig, oder man hat da Sachen erlebt, wo man sagt, boah, ey, ich weiß ich nicht, das ist einfach nicht mein Weg, ne? Möchte ich einen anderen Weg gehen? Ich sage immer so, vielleicht wird das auch mein neues Motto, Licht, Liebe und Loyalität irgendwie, ne? Also ich möchte wirklich lichtvolle, liebevoll und Wege gehen, aber auch, das ist für mich eine ganz wichtige Eigenschaft, merke ich immer wieder, Loyalität, und wenn Menschen nicht loyal sind, ich merke einfach, das ist, geht für mich gar nicht und will ich auch gar nicht mehr diskutieren, also dieser Wunsch, mit irgendjemand zu diskutieren, ist auch für mich komplett weg. Das war früher ganz anders, wollte immer nochmal reden und diskutieren, jetzt denke ich mir, oh, alles klar, alles klar, brauche ich nicht, geht da wirklich eben woanders lang. Und ja, das führt natürlich, dass man doch sich sehr auf seinen kleinsten Kreis konzentriert und klar, da kommen auch mal Leute dazu, ist jetzt nicht kein abgeschlossener Kreis, aber für mich ist wirklich viel so ins Private gegangen und auch mit viel Genuss, muss ich sagen, an der Stille so, ne, an wirklich, klar, ich lese mal Nachrichten oder so, aber die ist einfach so durchrauschen lassen. Ich meine, ich habe meinen Glauben an Politik sowieso schon lange verloren. Das wird uns auch nicht weiterbringen, bin ich mir ziemlich sicher. Ich meine, es ist halt gut, dass es das alles gibt, aber die ist wirklich einfach zu sagen, hey, ich versuche mir mal eine Blase hier so gut es geht zu gestalten und fokussiere mich auf meinen Weg und ja, die Sachen, die jetzt in meinem Feld aufpoppen, aber ja, versuche ja nicht den großen ganzen Weg zu sehen. Klar, manchmal tue ich es dann doch, jetzt wo ich sage, aber versuche mich wirklich in meinem täglichen wirklich einfach immer nur, was ist das Nächste, was ist das Nächste, und habe mich auch sehr zurückgezogen und weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, ich brauche unheimlich viel Zeit zum einfach nachdenken, weiß nicht, kann man das Meditieren nennen, weiß ich nicht, ruhigen Sport machen, in der Natur sein, mit Tieren sein, klar, mit seinen Liebsten sein, einfach Loch an die Wand starren, schlafen, das sind Sachen, die mir irgendwie unheimlich wichtig geworden sind, weiß ich auch nicht. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, aber falls das ein wichtiger Prozess, und das wollte ich auch mit euch teilen, vielleicht ist auch was Gutes, also es fühlt sich, also der Kopf sagt mir manchmal, boah, ist vielleicht schade, aber das Gefühl sagt mir, fühlt sich gut an, ist so eine gewisse Kühle, das sagen manchmal auch Menschen, mit denen ich arbeite, die so mit Co-Abhängigkeit zu tun haben, dass sie sich manchmal, wenn sie an ihrem Verhalten feilen, dass sie sich irgendwie kühl finden, das geht mir auch so. Und aber das fühlt sich irgendwie gut an, ey, merke ich so. Also dieses
so eine gewisse, einfach wenn man einfach scheiße behandelt wird, zu sagen, ja gut, ich versuche meine Spielfläche sauber zu halten, ich versuche das jetzt auch nicht zu vergelten oder irgendwie sowas, aber einfach mit so einer gewissen Kühle drauf zu reagieren. Ich weiß nicht, ob das oberspirituell ist, keine Ahnung, aber mir tut es total gut, einfach zu sagen, boah, kein Bock drauf, und das versuche ich auch, ob das jetzt privat oder beruflich ist, wirklich durchzuziehen. Wenn ich das Gefühl habe, ich werde nicht respektvoll behandelt, dann ist der Weg da für mich vorbei mit dem Menschen, so, ne, sorry, das fühlt sich für mich richtig gut an, da wirklich auch eine gewisse Härte zu haben, die hatte ich früher nicht. Und erstmal zu sagen, hey, ich möchte respektiert werden, ob man mich dann auch liebt oder nicht. Andere Frage, nice to have, aber ja, Respekt ist erstmal eine Grundvoraussetzung. Ich versuche, andere Menschen auch zu respektieren und erwarte es dann auch so, ne? Und da ist eine ganz schöne Kühle und Härte reingekommen, aber vielleicht geht das auch gar nicht anders, wenn man, weiß ich nicht, so einen Job macht wie ich oder keine Ahnung. Aber wie gesagt, das verwebt sich so privates, berufliches, ist manchmal wirklich schwer auseinanderzuhalten. Ja, insofern habe ich kein Bild von 2022, sage ich ganz ehrlich. Also ich werde das so weitermachen und ich habe so das Gefühl, jeden Tag können sich alle möglichen Sachen ändern. Also da bin ich absolut open für, merke ich so. Ich habe einen ganz anderen Blick gekriegt auf Spiritualität. Ich merke so, da gibt es Sachen, die ich total gut finde. Es gibt Sachen, wo ich denke, das ist einfach Ego des Grauens irgendwie. Also da möchte ich auch noch, also für mich immer noch mehr trainieren, was für mich stimmig ist und was nicht stimmig ist. Und ansonsten, ja, diese Spiritualität des einfachen Weges, sag ich mal, leben. Und ansonsten habe ich das Gefühl, ja, dass sich schnell Dinge ändern können. Aber es gilt, glaube ich, nicht nur für mich, es gilt, glaube ich, für alle Menschen, dass sich schnell Dinge ändern können, ganz neue Gegebenheiten auftreten, man ganz neue Chancen geboten kriegt, ob man das jetzt gut findet oder nicht. Und ja, viele Menschen auch neue Lebensentwürfe werden finden müssen, weil es einfach nicht anders geht. So. Also insofern glaube ich weiter, wir leben in Jahren der krassen Veränderung, aber in welche Richtung das geht, weiß ich nicht. Ich war da mal ein bisschen blauäugig, optimistischer, glaube ich. Bin immer noch optimistisch, aber ja, es sind harte Zeiten. Sicherlich gab es früher viel härtere Zeiten, vermute ich mal. Und muss noch mal gucken, wo das hingeht. Und aber wie gesagt, ich glaube, wenn jeder so in seinem privaten Bereich aufräumt, ist schon mal was verdammt Gutes. Also, dass man das so andersrum aufziehen kann über die Gesellschaft, glaube ich ja persönlich nicht so, ne, sage ich ganz ehrlich. Ja, schauen wir mal, wo das alles so hingeht. Also ich habe schon das Gefühl, ja, dass Sachen so kumulieren. Ich meine da jetzt aber nicht diese ganzen C-Sachen mit. Das interessiert mich irgendwie auch recht. Also mich interessieren natürlich persönliche Schicksale, aber dieses Thema an sich, ich kann es einfach nicht mehr hören, interessiert mich auch nicht mehr irgendwie. Hoffe, dass wir das bald loswerden. Aber man sieht auch so in diesem ganzen Gefolge, dass einfach, also man liest ja auch von nichts anderem mehr und dass rechts und links Sachen passieren, wo ich das Gefühl habe, so Sachen kumulieren oder werden krasser, und bin mal gespannt, wo das so hinführt. Keine Ahnung. Ich sehe ja nur meinen kleinen Bereich und da kann ich oder sehen, so als Selbstständiger, und ich kenne ja auch andere Selbstständige. Da frage ich mich manchmal schon, wie das so weitergehen soll, mit dem man noch mehr Regeln, noch mehr Regeln, noch mehr Regeln und noch ein Gesetz und noch eine Vorschrift, und da frage ich mich schon, wie das alles so weitergehen soll und wie, ich meine, irgendwo muss ja auch mal Umsatz erwirtschaftet werden, sage ich meiner Gesellschaft, dann kann man ja nicht immer nur alles tot regulieren, aber das ist jetzt nur meine ganz begrenzte Sichtweise. Da bin ich mal schon gespannt, auch viele Sachen, die so gesellschaftspolitisch jetzt so auf dem Trapez sehen, kann ich jetzt, weiß ich nicht, wo das hinführen soll, wenn man
Drogen legalisiert, keine Ahnung. Aber ich bin kein Politiker, ich weiß es nicht. Oder man zum Amt rennen kann und kann sagen, ich habe jetzt ein anderes Geschlecht. Also wo das alles hinführen soll mit 14. Also da frage ich mich schon, aber irgendwie ist es mir auch scheißegal. Ich weiß nicht, so lange. Also ja, machen, was er will. Und wie gesagt, ich bin da eigentlich ganz gut mitgefahren, dieses Jahr mich wirklich auf mich zu fokussieren. Und das hat eigentlich auch ganz gut geklappt. Trotzdem wäre mein Wunsch, dass ich diese, was ich nach wie vor wahrnehme, diese Angstglocke über dem Land mal lichtet irgendwie und wir wieder mehr in Freude kommen und Austausch und wilde Partys feiern können in 2022. Natürlich auch gerne im Zusammenhang mit, dass man sich sieht im Zusammenhang mit Lesungen oder Liebeschip-Party-Lesungen oder weiß ich nicht, anderen tollen Veranstaltungen, Bootcamps, also dass das einfach wieder normal wird, sich auszutauschen, sich physisch zu sehen. Ja, also ob das jetzt nicht nur beruflich, auch privat, würde ich mir das wünschen, für alle, für mich natürlich auch. Das wird man sehen, aber dass es mal wieder mehr freundschaftliche Bande knüpfen kann, ja, sich wieder mehr ins Getümmel stürzen kann, vollbesetzte, weiß ich nicht, Konzerthallen oder was auch immer es dann geben wird, keine Ahnung. Das wäre persönlich schon ein Wunsch. Und natürlich, dass wir hier zusammen weiter an unserem Projekt basteln, was sich ja immer mehr fokussiert auf wirklich hochschwingende Beziehungen. Ob das jetzt Beziehungen, freundschaftliche Liebesbeziehungen, Beziehungen zu sich selbst. Ich denke, das ist ja klar, und ja, viel mehr will ich gar nicht sagen, weil ich glaube, die Message, die ich momentan so im Herzen habe, die wird ja dann auch in meinem Buch sein. Da will ich jetzt mal nicht so viel vorwegnehmen. Und ansonsten wünsche ich euch einen besinnlichen, wird wahrscheinlich eher besinnlich werden. Und wenn nicht besinnlich, dann einen ausgelassenen Rutsch ins neue Jahr 2022. Spannende Zahl bestimmt. Und wir werden uns da in alter Frische wiedersehen. Macht's gut, ihr Lieben.